Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Project Horizon 2 Kappa Mode. So, erst einmal, das regt mich gerade ein bisschen hier auf. Alles, was ich jetzt gerade nicht mehr so wirklich brauche, wie das hier, das lasse ich mal vorsichtshalber stehen. Auch wenn ich nicht wirklich glaube, dass wir in naher Zukunft Verzauberungen brauchen. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal einen ME-Controller gebaut. Der ist momentan im ME. Der ME-Controller ist im ME-System, da wo er hingehört. So, wir machen einmal. Einmal so. Und so. Gut. Was ist. Wie viele Versuche hat das jetzt gebraucht? Und er sammelt ein und wir kriegen unser Weg Draconium. Ich frage jetzt mal nicht, was das gerade für ein Cheat war, dass das so schlecht ging. Und zack. Ah, komm schon. Ja. Sehr schön. Ich möchte mal gerade was suchen, ob das so angeordnet werden muss. Ich glaube nämlich nicht. Deswegen mache ich mal gerade so. Ich meine, nur für müssen wir kurz die Blöcke wieder aufladen. Zack. Dachte ich mir. Dann können wir die einfach jetzt gleich Vein meinen. Und ich habe mich mal informiert, die Blöcke werden wirkt tatsächlich roter. Zumindest sollten sie es. Ja, jetzt sieht man es. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt gleich einmal im Last Millennium kurz nochmal die fehlenden 5 Blöcke ranklatschen. Und unseren Awakened Core craften, aber dafür werden wir wahrscheinlich echt mal zum Neptun müssen. Weil ich habe dann doch gerade ein bisschen viel Blue Gems verballert. Und da wir 16. Wobei, wie viel brauchen wir? Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal dahin. Ist ja relativ schnell gefarmt, das Zeug. Deswegen ich dann echt sagen würde, das machen wir kurz onscreen. Dann würde ich sagen, wenn wir den. Wir werden vor dem Extreme Crafting vom Philosopher Stone oder Aristotle Stone hier werden wir nochmal kurz zwischenschieben den Digital Miner. Damit sowas in Zukunft schneller geht. So, vielen Dank. Für das Awakened Draconium. Wie lieb von dir. Sehr schön. Dann einmal hier Trick 42. Einmal kurz nachwachsen lassen und die Lecks hören jeden Moment auf. Sollten zumindest. So, und hier wächst jetzt auch endlich die Nether-Sizens ran. Dann schalten wir das wieder an und tschüss. Finde ich halt jetzt richtig nice, wenn wir mal sowas machen müssen im Last Millennium wieder. Dass wir dann einfach so ausschalten können und alles soll auf zu lenken. Ich schätze mal, ich werde das eh irgendwann nochmal umbauen. So, ein Stack von 35 erwägend. 99. 99. Nein. So, Souls sind wieder einige dazugekommen. Und Stars 72, 72. Gut. Okay, dann brauche ich das Death Null. Das habe ich jetzt, glaube ich, im E, oder? Ja.
ausgewählt. Galactic Craft können wir jetzt erstmal eine längere Zeit hinten anschieben. Boah, ey. Man hat sich gerade ein bisschen auf die Nerven. So. Dann machen wir das hier an. Wir brauchen nicht wirklich viel, so circa. Ja, ich sag mal ein Stack rum. Ich werde einfach gucken, dass ich ein bisschen über den Stack habe. Dann können wir, je nachdem, ja heute auch schon den Digital Miner angehen. Dann ist sowas ab sofort in Zukunft so angenehm. Einfach hingehen, aufbauen, zack. Schön mit Speed Upgrades und sowas verbessern. Generell, wir werden jetzt einfach nur noch gucken, dass wir erst einmal alles so angenehm wie möglich designen für uns. Halt wirklich, soweit es geht, totale Automatisierung. Weil, naja. Wir sollten gucken, dass wir uns wegen solchen Sachen nicht immer aufhalten müssen. Und bei mir ist halt langsam der Fall geworden, ich arbeite so viel im Hintergrund. Es ist ein Pack, wo man viel automatisieren muss. Das habe ich schon gemerkt. Und da ich ja auch nicht wirklich immer viel die Zeit habe, ich meine, ich gehe arbeiten. Auch wenn es nur ein Nebenjob ist, für mich ist es momentan die einzige Finanzierungsquelle, die ich habe. Pass auf, ich mache das jetzt mal ein bisschen ungerne, aber ich mache es einfach mal. Ich werde jetzt in die Beschreibung einen Link packen, einen Spendenlink für meinen Minecraft-Server. Wer da gerne was dazu stellen möchte, ist gerne eingeladen, ist aber kein Muss. So. Draconicus brauchen wir 16. Weißt du was, wir machen auch gleich die Rezepte für die anderen Cores. Zack. Und dann den Awakened Core. Dann sollte das am schnellsten gehen. So. Awakened. Brauchen wir 4 Stück oder sonst geht das Mengeloi aus. Scheiße. Magma, Crucible. Dann mach Red Alloy. Machen wir mal 10. 1, 2. Zack. Dann machen wir jetzt auch endlich mal einen für. Also machen wir Crucible und Fluid Transposer Combo für das Gelumpe, das Aerophium. Platziere ich jetzt mal gerade für die Folge hier hin. So. Mengeloi. Aerophium. Ne, das mache ich gerade mal anders. Das gefällt mir hier nicht. Machen mal das gerade hier hin. So und so. Das kommt dahin, die werde ich später upgraden. Dann einen Exportbus.
mit einer Acceleration Card, das sollte reichen. Und Cable. Dann das da rein, das da rein. Ach, verdammt. Ich vergesse jetzt aber auch heute alles, ne? Ja, ich vergesse eindeutig alles. Ich merke schon, ich sollte heute echt nicht mehr so wirklich viel aufnehmen. Hardened. Reinforced. Reinforced. Und Resonant. Resonant. So, und jetzt nochmal. Fluid Transposer. Magma Crucible. Sollte jetzt schon mal um einiges schneller gehen. Wir brauchen noch unsere Augments. Boy. Alloy. Und 200 komm schon drauf geschissen. Wir werden das Deck eh immer wieder brauchen. Was fehlt denn jetzt noch? Als ob ich keinen Redstone mehr hätte. 5000, mach. Du hast alle Ressourcen, die du willst. So. 1, 2. 1, 2. 1, 2, so. Und jetzt reden wir hierüber noch einmal. Zack, zack, zack. Das müssen wir auf jeden Fall automatisieren. Es geht nicht anders. So. Jetzt, wie viel brauchen wir für 4 Raken Cores? Eins, zwei, drei, vier. 150. Ach du heilige Scheiße. Okay, Planänderung. Wir fangen jetzt mit dem Digital Miner an. So. Wir brauchen jetzt erst einmal. Oder anders gefragt, was haben wir davon alles? Okay. Die könnten wir machen. Ja, komm, mach einfach irgendwie. Hauptsache, ich hab ein paar. So, jetzt fehlen noch die hier. 1, 2. 1, 2. So, die haben wir. Atomic Alloy. Haben wir noch nicht auf Autocraft, okay. Dann machen wir das aber so. So. Dann ein Rezept. Einer hiervon ist einer davon. Und das kommt in den Metallurgic hier. So, was haben wir jetzt alles? Die kann ich machen. Nur noch das hier. Da brauche ich die Glowstone Ingots. Und davon habe ich habe noch Glowstone Ingots. 46, ja gut. Ah, stimmt, da war ja mal was. So, was fehlt uns jetzt noch?
Ender Diamonds. Da brauchen wir 8 Stück. Und Energized Silicon. Die können wir mal ganz kurz durchschmoren. Wie sieht das hier aus? Nochmal neues Mengaloy nachlegen. Zack. Ja, ich werde das ja automatisieren, ist gut. So, jetzt hier. So, einmal Alloy. Da brauche ich dann nochmal 4. Was brauchen wir für den Robot? Wir brauchen eine Personal Chest. So. Personal Chest. Haben wir. Wir brauchen Basic Energy Cubes. Da brauchen wir 4 Energy Tablets. Haben wir. 2 Palladium müssten wir noch haben. Refined Obsidian, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Kompressor. Atomic Alloy. Brauchen wir da noch eins? Dann machen wir jetzt mal so weit, wie es geht. Ich habe da die Basic Energy Cubes gecraftet. Was willst du von mir? Ja. 2,0. Stimmt, den Teleportation Code, den zweiten könnte ich jetzt craften. Das heißt, hier habe ich jetzt alles. Ich brauche dann nur noch hier die genau, die die Obsidian Ingots. Gut. Wie sieht das jetzt hier vom Mengaloy aus? So, Awakened. 4. Dem fehlen noch 50. Das müsste aber heißen, dass er 3 craften kann. Gut. Drei Stück haben wir. Und für einen fehlen jetzt noch die 50, genau. Ich werde das auf jeden Fall nachher dann oder morgen nochmal ordentlich aufbauen. Das geht ja gar nicht klar. Ich glaube, das ist einer der unorganisiertesten Folgen, die ich hier hatte. wir können die Crystal Matrix Ingots machen. Wir brauchen auch jetzt macht er nicht schon wieder diesen. Zack. So, was mir jetzt immer noch scheißegal ist, weil wir die immer wieder brauchen werden. 27 Stück, wir brauchen aber 8. Dann den Double Compress Crafting Table. Den haben wir auch. Und unseren ME Controller. Vielleicht haben wir jetzt bald genug. Awakened sollte man noch richtig schreiben. 14 Stück noch, die können wir noch abwarten. Was können wir dann noch gerade machen? Ja, Ich bin gerade überlegen, was wir gerade machen können.
Wir können uns euch mal anschauen, was wir für den Philosopher's Stone brauchen. Philosophers. Also, wir brauchen Molekular Assembler, das ist gar kein Thema. Dark Seal Balls ist gar kein Thema. Forium Rods, da brauchen wir Lead Plates, Function Heat Coils und Forium, das kriegen wir über Forium Ore, finden wir im. Wie heißt die Welt nochmal? In der Mining World. Habe ich aber schon ein bisschen mitgebracht. Enchanted Gravitite ist gar kein Thema. Spirit Binder, wir werden nochmal den Guardian of Gaia ein paar Mal besiegen müssen. Orange Plastic. Energetic Alloy ist auch gar kein Thema. Demon Steel of the Eighth Magnitude. Das heißt im Klartext, wir werden noch ein bisschen Temperi Essence bauen müssen. Das können wir in der nächsten Folge mal machen. Also richtig aufbauen. Unseren Soul Crystal werden wir brauchen. Den haben wir. Advanced PCBs, das heißt im Klartext, die müssen wir auf Autocraft setzen. Und Vibrantium, es fängt an. Das heißt, wir brauchen 8 Vibrantium, 16 Villager. Haben wir. Das soll ich jetzt genau. Jetzt haben wir's. 8. Komm schon. Ja. So. Wo gehe ich denn jetzt hin? Das. Dire Crafting Table. Der braucht 8 Millionen F. Kann es im Moment dauern. So, ich möchte mal ganz kurz über die Villager und also generell über die Mobs-Tools und die Villager gucken. Perfekt. Was ich noch gerade ganz vergessen hatte, was wir noch machen können. Die Tesseract-Frames. So. Da habe ich noch nichts, was sie automatisch rausgezogen werden, ne? Und die machen wir dann nochmal ganz, ganz schnell. Wir haben Tesserakte. Wir haben Tesserakte. Das heißt, wir können endlich eine ordentliche Energieversorgung aufbauen. Ich werde das wahrscheinlich jetzt offscreen umsetzen. Was mich jetzt noch mal ganz kurz interessiert, eben hatten wir 7200, 7500 können wir sagen. Leute, auch wenn die Folge chaotisch war, wir kommen super voran. Wir haben jetzt wieder drei neue Nessa-Stars. Ich jetzt mal, da werden wir mal ein eigenes Feld aufbauen. Ich habe mir auch schon gerade überlegt, was wir nach dem Aristotle Zone machen können. Wir gehen dann als nächstes Ziel auf den Imaginary Time Block. So, wie ist als nächstes Ziel? Growth Pulser. Das ist nicht das Thema. Mangaloi, Imperial Ingots haben wir. Energized Crystals. Ein bisschen eklig das Rezept, aber okay. Compressed Gaia. Auch in für sich gar kein Thema. Advanced Circuit. Pff, lol. Liquid Sunshine. Pff, lol. Ja, bisschen Glowstone und eine Sunflower. Easy. Cubit Cluster Level 5. Erfordert 4 Cubit Cluster Level 4. Erfordert 4 Level Cubit Cluster Level 3. Erfordert 4 Cubit Cluster Level 2. Erfordert 4 Cubit Cluster Level 1. Erfordert Steel, Iron Casings, Cubit Crystals und Cubit Crystals in PRCLX 300 Logic Expansion Cards. Das ist eine Mercury und das ist eine PRCLX 100 Logic Expansion Card und das ist Mercury. Ich hasse den Kappa-Modus. Ich hasse ihn so sehr. Aber ich würde echt sagen, wir machen jetzt erstmal den Digital Miner in Ruhe fertig. Das heißt, ich werde in der nächsten Folge PCB waren die, ne? Genau, die werden wir aus, in der nächsten Folge machen, nicht offscreen. Alleine schon deswegen, weil das recht lustig ist, wie man hier rankommt. Ich habe gerade gedacht, dass da oben wäre ein Enderman gewesen, das hier.
Mit dem Armor Drone, das habe ich nämlich noch nie wirklich benutzt. Ich bin damals das Thema PCPs komplett aus dem Weg gegangen. Und ja, es wird generell lustig werden. Das ist ja nicht das Thema. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.